Und mit dem Titel heißt es, ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Far Cry 4. Ich bin leider schon ein bisschen zu nah an Amita rangegangen, deswegen hat sie jetzt schon diese Sequenz oder habt ihr diese Sequenz nicht mehr gesehen. Es ist aber nicht viel Spannendes passiert, das Einzige, was sie gesagt hat, bring Badra weg, war das. Und noch zwecks Sabal etwas. Mehr ist jetzt in diesem Punkt dann erstmal nicht mehr an Infos rausgekommen. So, hier müssen wir hin. Aktuelles Ziel. Das ist da oben. Ist natürlich auch scheiße, weil da kommen wir so leicht nicht hin. Ah, benutzt doch den Wingsuit, Kollege. Warum kann er denn jetzt nicht? Also das kann mir doch keiner erklären. Warum hat er denn jetzt nicht den Wingsuit ausgepackt? Das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Jetzt habe ich wieder keinen Karren. Ja, doch, zum Glück. So, weil dann hocke ich mich jetzt da mal rein. Dann lasse ich mal kurz den Autopiloten fahren. Reise zum Wegpunkt, genau. Also, ja. Leute, ihr werdet hier bestimmt allein mit dem fertig. Perfekt. Um was ging es? Es ging... Ich weiß leider nicht, wie man das Radio... Ja, ich glaube, so ging das Radio aus. Und zwar, es ging noch, wie gesagt, irgendwas hieß es zwecks Sabal. Und dass wir dementsprechend, ja, einfach mal uns nicht drum kümmern sollen, sondern wir sollen jetzt Utkarsh beschützen, indem wir die Artillerie von Pagan zerstören. Denn Pagan hat einen Anschlag auf Utkarsh vor. Somit möchte er dieses Dorf zerstören. Und wir sollen das Ganze jetzt natürlich verhindern. Also ihr seht wirklich, es geht jetzt wirklich dem Ende zu. Auch wenn ich sagen muss, es hat sich von der Story her jetzt so zu den spannenden Sequenzen, wie ich finde, ein bisschen gezogen. Also ich hätte eigentlich gedacht, es geht erstens ein bisschen schneller und zweitens ein bisschen geschmeidiger. Aber gut, da ist natürlich jeder wahrscheinlich unterschiedliche Auffassung. So, Kollege, ich fahre hier mal kurz an dir vorbei, ne? Nur, dass wir uns hier verstehen. Hätte ich jetzt gewusst, dass das so lange ist, hätte ich den Part vielleicht auch erst hier angefangen. Ich wollte euch eigentlich, die... Oh, nein, was? Hä? Was? Ach nee, das war jetzt ein bisschen doof. Ja gut, da habe ich jetzt aber auch gerade nicht viel nachgedacht. Scheiße. Achte auf feindliche Granaten und Raketen. Aber gut, wir sind zumindest gleich hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das Tal des Todes. Da waren wir gerade schon. Na, immerhin spawnen wir jetzt nicht so ultra weit weg. Das ist schon mal etwas. So, das heißt, wir fahren jetzt erstmal wieder dahin. Warte, war das hier? Ah, oh, ist das schön, ey. Weil die Radiosprecher, vor allem Ray, Rabi Bay, nee, wie sagt man, Rabi Rayrana? Rabi Rayrana? Oh, Alter, was mache ich denn? Ich wollte ja eigentlich, hallo, Kollege. Ich hätte jetzt halt mal getippt, dass es hier hochgeht. Ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich mit dem Auto komme. Ja, ich denke, dann ist hier Endstation. So, ich muss jetzt halt irgendwie da hochkommen. Die Frage ist jetzt nur, wie, moin Leute. Da sieht mir zwar nicht nach einem... Ja, doch hier. War jetzt wahrscheinlich ein bisschen dumm, dass ich jetzt ausgerechnet das hier veranstaltet habe. Ja, komm, hier haben wir noch Munition. So. Was bist du? Ach, du bist so ein süßer Flammenwerfer. Guck mal, Kollege. Ach komm, das kann jetzt wohl nicht dein Ernst sein. Komm, nochmal Granate hinterher, zack. Viel Spaß damit. Ja, ich seh'n. Damit hätten wir das Thema wahrscheinlich auch beendet. Ja gut, dann muss ich jetzt wohl oder übel einmal außen rum. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Dass wir... Oh, kriegen wir jetzt die Belohnung? Kriegen wir jetzt die Belohnung? Also irgendwas haben wir jetzt, sollten wir zumindest bekommen haben.
weil ich meine, das wäre die letzte gewesen. Bin mir allerdings auch nicht sicher. Okay, hier hört der Weg zumindest auf. Ja, komm, perfekt. Ah, Gyrokopter! Kann er hier oben überhaupt noch fliegen? Ist es halt die Frage, ne? Werden wir gleich herausfinden, nehme ich an. Wahrscheinlich nicht. Ich will eigentlich nur den Berg überwinden. Aber das sieht mir schon kritisch aus. Der wird gleich Alarm schlagen. Da könnte aber einen drauf lassen. Oh, 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 oh. Hochziehen. Ah, ne, geht sogar. Okay. Ich dachte jetzt, das wäre höher gewesen. Jetzt ist halt die Frage, muss man sich da anschleichen? Nehmen. Ja, ja, ja. Du musst die Stadt evakuieren. Ich evakuiere niemanden, nur weil du es sagst. Okay, okay. Was, was, was? Töte alle Feinde in der Stadt. Sie haben verfehlt. Ich wiederhole. Verfehlt. Was, wie, was habt ihr verfehlt? Hast du gehört? Kabal, hol die Männer da raus. Ich werde bestimmt nicht aufgeben. Ja, wer ist denn jetzt hier wo? Ja, sah mir schon mal wichtig aus. Ich würde gerne mal den Heli runterholen. Okay, komm, volle Action. Auf geht's wieder. Ja, komm. Mal sehen's. Morgen. Oh, wo ist der nächste? Oh, Sniper, nicht gut. Ja, wo kann ich ihn kaputt machen? Wo kann. Wo. Ist nur aus dem reinen Interessenkonflikt. Hier ist das Geschütz gesichert. Wie soll ich es zerstören? Die Sniper machen mir gerade ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Deswegen gehe ich mal kurz hier in Deckung. Nein, fuck, Alter. Okay, wir müssen erst die Sniper da hinten ausschalten. Die machen mir am meisten Probleme. Weil auf Entfernung bin ich in dem Spiel hundertprozentig nicht gut. Nein, wir machen das ganz anders. Je nachdem, wo wir spawnen, aber wenn wir am Berg unten sind, ist auch schon scheiße, wenn wir da schon runtergerutscht sind. Ja, super. Wie weit soll ich denn jetzt noch zurück? Hier war doch irgendwo ein Gyrokopter. Ist doch kacke jetzt. Jetzt muss ich hier wieder vorlaufen. Ist da oben wenigstens noch mein Gyrokopter? Ich sehe schon, das wird eine lange Mission. Du musst die Stadt evakuieren. Ich evakuiere niemanden, nur weil du es sagst. Ja, also die zwei verstehen sich wieder prächtig. Sie haben verfehlt, ich wiederhole, verfehlt. Ich will, dass der Heli auf mich ist. Auf mich gerichtet ist. Hol die Männer da raus. Ich werde die Heli aufgeben. Wir schicken eine Patrouille zu eurer Position. Sie nehmen uns in die Zange. Ja, scheiße, ist halt nicht der Sniper. Das ist alles andere als toll. Ja, fuck. Ja. Nein, machen wir beim nächsten Mal nicht. Ich muss. Oh, ist doch scheiße, Alter. Ja, ich spawn jetzt halt genau wieder so, dass es scheiße ist. Aber mit dem Gyrokopter bringt mir das auch nicht viel, weil ich kann mit dem nicht so hoch. Ich evakuiere niemanden, nur weil du es sagst. Also der Heli ist ja Standard. Sie haben verfehlt, ich wiederhole, verfehlt. Ja, sieht man jetzt hier auch einen Abschuss oder passiert da einfach nichts? Ich werde bestimmt nicht aufgeben. Sie nehmen uns in die Zange. Gib den Kanal frei.
Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Artillerieeinheit Agni, wir schicken eine Patrouille zu eurer Position. Ich muss hoch zu diesem Sniper. Komm, komm, komm. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Das gibt's doch nicht, Alter. Wie stark sind die denn? Ohne Witz. Also das kotzt mich ein bisschen an. Ich finde die ein bisschen zu krass. Ich finde die ein bisschen zu krass. Also die hauen, für meinen Geschmack, hauen die ein bisschen zu sehr rein. Ich evakuiere niemanden, nur weil du es sagst. Wobei es wäre eigentlich am praktischsten, wenn ich erstmal alle Alarme ficke. Sie haben verfehlt, ich wiederhole, verfehlt. Hast du gehört? Verbal, hol die Männer da raus. Ich werde bestimmt nicht aufgeben. Sie nehmen uns in die Zange. Ist halt die Frage, kann ich von hier den Sniper? Also auch mehr Risiko als sonst was. Ich muss die Alarmanlage deaktivieren. Irgendwie da nach hinten durchdrehen können. Artillerieeinheit Agni, wir schicken eine Patrouille zu eurer Position. Also über mir ist auf jeden Fall der Helikopter. Okay, war das zumindest schon mal der erste Sniper oder wo ist der? Weil es waren ja zwei ursprünglich zumindest. Direkter Treffer! Direkter Treffer! Sehr schön. Soldaten des Goldenen Pfades, ich befehle eine Evakuierung. Haltet die Stellungen! Ja. Ganz dabei! Wo, wo, wo? Okay, jetzt hat mich... Ach so, da hinten ist auch nochmal ein Sniper. So, jetzt muss ich hier noch den Alarm deaktivieren. Erstes Geschütz gesichert. Wie soll ich es zerstören? Kümmer dich um die Soldaten. Hilfe ist unterwegs. Alles klar. Das ist zumindest mal eine eindeutige Ansage. Wer sieht mich denn da? Also von da hinten? Okay. Muss mal hier kurz. Da muss jetzt noch einer sein. Muss ich kurz mit der Armbrust machen. Oh, nicht gut. Das war, ja, ich würde es als knapp bezeichnen. Ich denke, das trifft ganz gut. Ja, immerhin. Nach so viel Schuss darf man aber auch mal erwarten. So, jetzt da hinten das Geschütz sichern. Das ist doch jetzt, ist das nicht gesichert? Warum ist das Ding jetzt nicht safe? Das Ding ist doch safe, da ist doch niemand mehr. Komm. Zack. Und jetzt gehen wir noch runter. So viel dürfen jetzt eigentlich nicht mehr übrig sein. Ja, komm, Kollege. Nicht so anstellen. Okay, dann kann ich noch weiter reinzoomen? Nee.
Komm, du hast jetzt darfst du echt nicht rummosern. Komm, heilen, ist gerade wichtiger. Jetzt Schnauze voll hier. Boah, Alter. Da ist das Blut aber auch gut. Komm, Spritze. Boah, danke. Da müsste jetzt noch irgendwo einer sein. Jawohl. Jetzt ist vorbei, komm. Das war das Letzte. Wo bleibt die Hilfe? Wir sind gleich bei deiner Position. AJ, brennt er wieder. Wir werden von Soldaten verfolgt. AJ, beschütze die Pioniere, die zu dir kommen. Sie zerstören die Geschütze. Ja, wie kommt man denn da rein? Ach hier, meine Fresse, ja. Man kann sich auch selten dämlich anstellen. Ja, komm. Jetzt, danke. Ja, jetzt, ja. Beide Pioniere sind tot. Hol den Sprengstoff und bring zu Ende, was sie angefangen haben. Ja, die haben auch ultra viel angefangen. Immerhin. Ja, zack. Wo ist der Sprengstoff? Ja, das war ja auch richtig Pionier mit dem Auto. Okay. Ja, komm, bring an. Bist du behindert? Meine Fresse. So, die Scheiße ist da dran. So, zack. Keine Zeit. Muss da hoch. Wir sind im Zeitdruck. Säubere das Gebiet und zünde dann den Sprengstoff. Also das heißt, wir sollen noch erstmal hier klar Schiff machen. Habe ich so das jetzt richtig verstanden, oder? Na, wo seid ihr denn? So, jetzt da hinten noch. Oh, Moment. So. Kurz die falsche Waffe ausgesehen gehabt, aber ist ja kein Problem, nehme ich an. So, C5 wieder. Sehr interessante Männchen hier überhaupt. Überhaupt, übrigens. Rainovka. Ist das auf der Seite? Jo. So, oh, jetzt ist. Natürlich. Ah, da ist nochmal einer. Was? Was? Wie konnte der denn nicht sterben? Ich hab nicht mehr so viel Leben. Deswegen hauen wir uns jetzt die letzte Spritze rein. Ja. Haben schon so viele vor dir gesagt. Warum machst du nicht die Augen zu und stirbst? Wo ist er denn? Jetzt. Oh. Lege einen Sprengsatz, was? Entkomme aus dem Gebiet und fliehe. Gerne. Ja, wo ist der Helikopter? Was? Wie kann das denn sein? Mich verarschen. Ja, ist der ein Multikill? Nice. Deiner Schuss sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Ja, Kollege, ich kann mich jetzt leider mit dir nicht mehr beschäftigen. Ich habe noch 70 Meter vor mir, dann ist die Mission auch vorbei. Teil des Todes, Mission beendet. So schaut's doch aus, Freunde. 1650 XP. Das war's. XP, EP ist ja wurscht. Ohne dich hätten sie Utkarsh dem Erdboden gleich gemacht. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie viel sie dir verdanken. Ja. Und nun erledige alles, was du noch zu erledigen hast. Denn danach brauche ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Das hört sich nach einer relativ ernsten
Was ist hier denn? So, was war hier denn? So rum. Wo habt ihr die Kiste? Ah, hier. Sag das doch gleich. Hier müsst ihr nochmal. Hier? Ja, sehr schön. Gut, das war dann auch schon alles, was ich wollte. Okay, gut. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier ist Amita. Das heißt, wir machen mal kurz eine Schnellreise dahin. Jo. Ja, 20 Minuten ist der Part lang, das passt. Und dann würde ich sagen, rüsten wir uns jetzt nochmal aus und dann gehen wir zu dieser anscheinend klingenden sehr wichtigen Mission. Die werden sie noch ausrotten. Ich brauche. So, erstmal hier nochmal Sachen verkaufen. Jo. Jo. Alles klar. So, ja, ich würde sagen, ich beende den Part auch hier drinne. Oh, nee, ich beende ihn doch nicht hier drin. Ich habe vergessen, dass wir noch jemanden mit im Raum haben. Würde mich auch ein bisschen ankotzen, wenn ich jedes Mal bei einem Gespräch, nee, nicht bei einem Gespräch, bei einer Schlafstunde, die ich dann halte, Schlafstündchen. Nicht Schäferstündchen, sondern Schlafstündchen, weil ich schlafe ja alleine. Dass ich dann von irgendjemandem ganz Zeit penetrant zugelabert werde, von wegen, ach, hier meine Bienen, warum kümmert sich keiner um meine Bienen? Dann denke ich mir auch so, ja. Ist klar. Ich weiß nicht, brauchen wir noch. Oh, was? Ist das ein Bär? Das würde sich jetzt natürlich anbieten. Guck mal, du fährst doch auf Fleisch ab. Oh, lol, was war das denn? Hä? Nach einem Bolzen bist du nicht tot? Nach zwei? Nach drei Bolzen? Was geht denn bei dem Typ schief, ey? So. Wir können auch bestimmt jetzt irgendwas herstellen, oder? Nicht? Können wir nichts herstellen? Das finde ich jetzt aber nicht so geil. Hä, was ist denn hier noch zum Ausnehmen? Ach komm, Alter, verpiss dich einfach. Ich habe so die Schnauze voll von euch, ne? Was ist denn hier noch? Jetzt habe ich es hier. Ach Gott, Federn, ja, mein Gott. Relativ überflüssig. So, ich laufe da jetzt noch eben hin. Weil mit Munition und so sind wir ausgerüstet. So, ich gehe jetzt aber nicht zu nah hin, weil sonst verpassen wir die Sequenz wieder. Das heißt, ich bleibe hier stehen. Hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir gerne eine Bewertung dalassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Part, wenn es dann zu Amita geht und wir hier richtig einen rauskloppen. Also, bis dahin, haut rein, Tschüssikowski und ciao. Tschüssen.